Auch heute löchern wir unseren Chefredakteur mit Fragen unserer Leser und wieder hat er nur 75 Sekunden Zeit, um das Thema zu beantworten. Heute geht es um das Thema Journalismus und los geht's. Was sind Fake News? Fake News sind sinngemäß übersetzt gefälschte Nachrichten. Es geht Fake News-Verbreitern darum, Unruhe zu stiften, Menschen zu schaden und unsere Gesellschaft zu verunsichern, den Menschen also Angst zu machen. Durch das Internet und die sozialen Medien ist das natürlich sehr einfach geworden. Außerdem lieben die Menschen Gerüchte. Und wenn eine gefälschte Nachricht aufregend genug klingt, findet sie eben auch Anklang. Leider. Woran erkennt man im Gegensatz dazu Qualitätsjournalismus? Also erstmal erkennt man Qualitätsjournalismus daran, dass bei den entsprechenden Medien professionelle Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Konkret heißt das, wenn es in der Lokalpolitik in der Lausitz einen Streit gibt, lassen wir die unterschiedlichen Positionen, die Streithähne, zu Wort kommen. Und wir überprüfen erst einmal deren Behauptungen, verbreiten Gerüchte nicht einfach. Das macht den Unterschied. Aber können Sie denn immer unabhängig bleiben? Zunächst mal ist es uns verfassungsgemäß vorgeschrieben, staatsfern zu sein. Sonst wären wir nicht die freie und unabhängige Presse. Das heißt, die LR ist kein Amtsblatt. Die Redaktion ist nicht die PR-Abteilung von Bürgermeisterinnen und Landräten und auch nicht von Unternehmerinnen und Unternehmern. Natürlich hat jeder Journalist und jede Journalistin auch eine persönliche Meinung. Die Kunst ist es, bei der professionellen Berichterstattung davon Abstand zu nehmen und einfach seinen Job gut zu machen. Also kein Aktivismus, sondern Journalismus. Das bleibt unsere Aufgabe. Nächstes Thema: Online-Abo. Warum muss man für Online-Beiträge Geld zahlen? Und da ist die Zeit auch schon wieder vorbei. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem Thema Online-Abo. Falls auch du eine Frage an unseren Chefredakteur hast, schreib sie gern an chefredaktion@lr-online.de. Na dann, ciao!